Ein schweres Unwetter wütete gestern in vielen Orten in Rheinland-Pfalz. Die angerichteten Schäden waren je nach Region ganz unterschiedlich. Im Westerwald wurden unter anderem viele Bäume beschädigt und sogar entwurzelt, sodass die Feuerwehr im Dauereinsatz war, um betroffene Straßen zu räumen. Auf dem Gelände einer metallverarbeitenden Firma in Nentershausen stürzte ein Industriekran infolge heftigen Windböen um. Der Kran fiel quer über die zum Wald führende Lahnstraße und verfehlte nur um ein Haar das Bürogebäude einer benachbarten Firma. Verletzt wurde dabei niemand. Ja, also ich stand bei uns in der Umkleide, ich wollte eigentlich gerade nach Hause. Man konnte nicht mehr vor die Tür gehen und guck so raus und denk nur so, um Gottes Willen. Wie man so denkt, Weltuntergang, was passiert jetzt? Und ja, nach 5 Minuten war es eigentlich schon wieder vorbei. Der heftige Regen sorgte auch für einen Wassereinbruch in einem Supermarkt, zu dem die Feuerwehr ausrücken musste, um die Wassermengen zu beseitigen. In Ettringen geriet der Dachstuhl eines Hauses durch einen Blitzeinschlag in Brand. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich 2 Hausbewohner im Gebäude, welche sich jedoch unverletzt ins Freie begeben konnten. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Vordereifel rückten mit einem Großaufgebot an. Der durch das Brand- und das Löschwasser verursachte Schaden an dem Gebäude, welches derzeit unbewohnbar ist, wird auf ca. 100 bis 150.000 Euro geschätzt. Bei den Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann eine Rauchgasintoxikation und wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die Löscharbeiten und die Straßensperrungen dauerten mehrere Stunden an.